Test 1, 2, 3. Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween 4 unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Und sitzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo, Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat den Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen. Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen? Ich glaube, unsere Chloe hat's erwischt. Gerade noch sind sie im Ei. Und ehe man sich versieht, graben sie nach den ersten Würmern. Das geht alles so schnell. Die Wettervorhersage sieht nicht so gut aus. Meine verehrten Zuhörer, es wird Zeit, nach Süden zu fliegen. Hm? Ploveria! Ploveria! Mama! Ich bin hier, Ploveria! Wartet auf mich! Wartet! Wir werden uns wiedersehen, Ploveria. Das verspreche ich dir. I push and pull, draw lines. Warum bist du nicht nach Süden geflogen? Ich wurde zurückgelassen. Wenn du mir einen winzigen Gefallen tust, dann bringe ich dich sicher nach Paradise Valley. Du vermisst jemanden richtig. Wahre Liebe ist das Einzige, was einen zum Fliegen bringt. Ich bin Gyron. Ich bin Chloe. Chloe. Bello, wunderschöner Name. Danke, Chloe. Hallo, willkommen. Also heute werde ich euch zeigen, wie man einen Schneehund zubereitet. Hey, wie war die Party? Knaller. Er trägt einen Frauenpullover und ist betrunken. Wir sind Supereltern. Ja, wir sind Supereltern. Mein Name ist Simon. Ich bin genau wie du. Ich habe eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische Highschool. Du darfst auf dem Flur nicht hexen, Alter. Komm schon, meine Schüler dürfen hier nicht rumtindern. Richtig. Das ist meine Aufgabe. Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis. Hey. Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten
einen schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist? Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin. Lieber Simon, schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt. Seit wann weißt du's? Lieber Blue, es waren viele kleine Dinge, wie meine erste Freundin. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Komm gleich wieder. War nicht mein stolzester Moment. Simon, hast du es jemandem erzählt? Nein, Blue, ich hab's niemandem erzählt. Der Welt zu verkünden, wer man ist, ist ziemlich beängstigend. Abby ist das schärfste Mädchen. Sie ist nicht so mein Typ. Jetzt nicht, weil sie schwarz ist. Ich liebe schwarze Frauen. Ich liebe einfach alle Frauen. Lieber Blue, ich find's einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero. Ich stehe auf Mädchen. Willst du mich umbringen? Ich stehe auf Männer. Oh Gott, Hilfe, Jesus! Sai, schalt sofort deinen Computer an. Jemand hat deine E-Mails auf dem Schulblock geleakt. Tut mir leid, Simon. Ich kann das nicht mehr. Ich sollte derjenige sein, der entscheidet, wann und wie und wer es erfährt. Und wie ich es sage, das hättest du mir überlassen sollen. Ich bin ein Mensch, dem es bestimmt ist, jemanden so sehr zu mögen, dass es mich fast umbringt. Ich auch. Ich konnte spüren, wie du die Luft anhältst. Du bist immer noch du, Simon. Warst du schon mal verliebt? Keine Ahnung. Denke schon. Lieber Blue, ich weiß vielleicht nicht, wie du heißt oder wie du aussiehst, aber ich will dich finden. Ich hab satt, in einer Welt zu leben, in der ich nicht der sein kann, der ich bin. Hast du mich gedatet, weil ich wie ein Junge aussehe? Nein, eigentlich habe ich Schluss gemacht, weil du nicht wie ein Junge aussiehst. Oh, okay. Danke. Na klar.